choose your player. Mario! Ja, und hallo, wenn ihr mich jetzt besser hören könnt, ist besser. So. Nein, gleich gestorben. Aber Münzen bekommen. Ja. Das soll ein Review sein. Und zwar, es geht in Highclimb Racing. Diesen kleinen Menschen, ne? Den kleinen Typen da drinne. Mit einem Auto auf dem Gelände, das man sich kaufen kann, ne? Zu befördern. Und er darf nicht auf den Kopf fallen. Wenn ja, dann stirbt er und ihr habt verloren. Es gibt auch noch solche Maps irgendwann. Da ist die Schwerelosigkeit sehr schlecht und so, und ihr müsst halt diese kleinen Points einsammeln und dadurch kriegt ihr Geld und dadurch könnt ihr euch Sachen kaufen, und in der Luft, je länger ihr in der Luft seid, desto mehr Geld bekommt ihr, und das Benzin da, das müsst ihr einsammeln, weil sonst kann der Dings nicht weiterfahren, und ja, wenn er nicht weiterfahren kann, dann stirbt ihr auch, und jetzt ist er auf den Kopf gefallen, also stirbt er halt. So, ich habe da ein paar Coins bekommen. Dann, ja. Nein, können wir noch nichts kaufen? Ja, wir brauchen noch viele Münzen. Ja, um das erste Auto zu kaufen. Also immer als ich das gespielt habe, war ich mit dem Jeep und habe dann mega viele Coins gesammelt und hab dann mein Motorrad voll getuned. Weil ja, ich mochte irgendwie das Motorrad am meisten, das Motocross. Und man kann wirklich sehr schnell Geld verdienen. Man muss sich am Anfang ein bisschen durchkämpfen und dann ist man wirklich sehr gut. Gleich ein Achievement bekommen. Und ja, ich wollte mit ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, so Fragen halt, ne, über was ich sprechen soll in den Videos. Ja. Mein Name halt meinMax320, wisst ihr ja, wenn ihr dieses Video angeklickt habt. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Video jetzt aufnehme, habe ich 10 Abonnenten. 10. Und es ist für mich schon so viel. Dieses Video wird etwas kürzer sein, da es halt nur ein Review ist und kein Let's Unzock. Das Video hat eine 2D-Qualität und ist in meiner Hinsicht ein sehr cooles Spiel, was man sich immer so zwischendurch zocken kann. Jetzt zeige ich euch mal ein paar Tricks. Und zwar, wenn ihr erstmal mega viel Geld verdient habt, also 200.000 waren es, glaube ich, gibt es ja diesen einen Mond. Im Mond ist die Schwerelosigkeit schlecht. Daher, die Anziehungskraft schlecht. Daher könnt ihr sehr hoch fliegen und dadurch kriegt ihr mega viel Geld. Und dadurch könnt ihr sogar bis zu 100.000 pro Runde bekommen. Ihr könnt außerdem die Motor und so alles verbessern, hängt immer davon ab, bei welchem Ding teilen. Zum Beispiel beim, ich weiß nicht wie der heißt, zeige ich euch einfach mal. Hier könnt ihr Akkumulator eher verbessern. Ich zeige euch mal so ein paar Sachen, die gut sind bei denen. Der ist gut für Flips, der Motocross. Der Monster Truck hat eine gute Anziehungskraft. Der Traktor ist sehr stark. Der Hippiebus, keine Ahnung, wozu der ist. Mit dem Stehroller könnt ihr springen, glaube ich. Mit dem Quad, das ist sowas ähnlich wie ein Motocross. Dem Reisebus, er ist halt groß. Der Rennwagen ist halt schnell. Den hier kenne ich noch gar nicht. Den werde ich auf jeden Fall, ja. Der Polizeiwagen ist eigentlich schlecht. Der Krankenwagen, manchmal fliegt hinten so ein kleiner Typ raus, Elektroauto. In den könnt ihr sehr viel investieren, dann ist er sehr gut. Und ab und zu hat er einen super Power-Up, halt ein Jeep. Keine Ahnung, erinnere ich mich nicht mehr. Anziehungskraft und Schnelligkeit. Weiß ich nicht. Eigentlich sollte er so wie ein Jeep sein, Panzer, dass er halt auf allem sehr gut fährt. Ein Schneemobil fährt schnell auf dem Schnee.
super Offroad, ähnlich wie ein Panzer, nur ein bisschen anders. Ist halt auch so ein Dings da. Panzer, nur ohne die Kanone. So ein Offroad-Wagen halt, ne? Ein LKW ist halt groß. Ein Wüstenbuggy ist sehr schnell und klein. Ein Luftkissen ist nicht das Beste, weil es sehr schlecht über dem Land fährt. Ein Minibike das sollte eigentlich sehr schnell sein. Der Big Finger hat halt das Gute, dass über deinem Kopf ein Geschütz ist und dass du vielleicht noch aufstehen kannst und es schaffen kannst, nicht zu sterben. Das ist meiner Meinung nach eins der besten Autos hier. Die Bimmelbahn. Das Schlechteste, was es gibt, ist aber für den Jahrmarkt oder wie auch immer er sich hier nennt, sehr gut. Der Mount Rover, mit ihm kannst du durch klein fliegen. Auf dem Mond kannst du länger fliegen als normal. Je weniger Anziehungskraft, desto weniger kannst du fliegen. Der Hot Rod ist auch einer meiner Favoriten. Ich habe ihn damals sehr oft gespielt. Er hat eine kleinere Anziehungskraft, weil er sehr schwer ist. Dafür ist er sehr schnell und ist auch sehr cool zum Aussehen. Der Schlitten, er fliegt halt gut. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Na dann, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Mal. Und wenn es mal wieder ein Review oder ein, ja, oder mal wieder irgendwie so ein Let's Play gibt oder so.